Ja, hallo, Alexander Schumann hier. Morgen ist ja schon wieder Freitag, deswegen gibt es leider heute keinen verhängnisvollen Donnerstag, denn das geplante Thema ist leider etwas umfangreicher ausgefallen, als ich gedacht habe, das gibt es ein andermal. Ich habe es leider nicht mehr geschafft. Stattdessen möchte ich heute über Dinge reden, die mich beim Einkaufen tierisch nerven. Da gibt es zum Beispiel die Treuepunkte, die mich tierisch aufregen. Ich selbst sammle keine Punkte, keine Aufkleber und keine Disney-Figuren. Ja, okay, Disney-Figuren schon, aber für die Kinder, falls ich mal welche habe. Aber es nervt, wenn man an der Kasse eh schon ewig warten muss und dann die langsame Kundin auch noch gefragt wird, ob sie eine Deutschlandcard hat. Und die dann den Ausweis herzeigt und die Verkäuferin sagt, nein, das ist sie nicht und möchten sie gern eine und dann auch noch ein Formular womöglich noch an der Kasse ausfüllt. Das machen sie zwar selten, aber das wäre noch der Hammer. Ich selbst kaufe ja eher wenig ein, also so maximal 5 Produkte am Stück. Wenn es dann doch einmal mehr werden, dann regt mich auf, dass es diese Trenner nicht mehr gibt, die früher an den Kassen waren, also die quasi mal lässt sein Zeug runterrutschen, klappt um und das vom nächsten Kunden, das geht dann in die andere Abteilung. Manche Supermärkte haben diese Trenner noch, aber da liegt meistens dann Prospekte und anderer Unrat drinnen. Man kann also nicht in Ruhe einräumen, sondern das ganze Zeug vom nächsten Kunden vermischt sich mit den eigenen Einkäufen, wenn man nicht schnell genug ist, weil man noch das Formular für die Rabattkarten ausfüllen muss. Als nächstes nerven mich die sogenannten Preiskenner. Das sind Leute, die schlauer als das Kassensystem sind und genau wissen, dass der Joghurt eigentlich einen Cent billiger ausgezeichnet ist, als die Kasse dann berechnet. Und da gibt es tatsächlich Leute, die dann den Marktleiter rufen lassen und sich tierisch aufregen, weil der Joghurt dann 99 Cent statt 98 Cent gekostet hat. Selbstverständlich sollte der Preis berechnet werden, der auch auf dem Regal steht. Aber wegen einem Cent sich da so aufzuregen, also es ist mir unbegreiflich und es hält den ganzen Verkehr auf. Wenn sowas passiert, dann gebe ich dem armen Menschen das zu viel berechnete Geld, weil es mir einfach zu blöd ist, wegen ein paar Cent auf den Marktleiter zu warten. Und dann gibt es noch Leute, die stellen sich an der Kasse vor einem an und wenn sie dran sind, dann wird erst einmal gefragt, ja, wo sind denn die Kartoffeln aus dem Angebot? Und dann wird gedeutet und diskutiert, weil die nicht mehr da sind und ich meine, sowas kann man doch vorher regeln. Fragt man die Leute, die die Sachen einräumen und dann erfährt man genau, aha, gibt es es noch oder gibt es es nicht mehr. Ja, das war's auch schon wieder für dieses Video. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr auch solche Sachen kennt, die euch tierisch aufregen beim Einkaufen und die unnötig sind. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.